In diesem Video geht es um die Aufspaltung von Alibaba, die Gründe dafür, warum Alibaba vom Reopening in China profitieren könnte und aber auch um die Frage, warum China-Aktien in den vergangenen Jahren insgesamt so schlecht performt haben und warum ich glaube, dass das so bleiben wird. Das alles jetzt hier auf meinem Aktienkanal. Sei gegrüßt, liebe Börsianer, und herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu einer neuen Runde. Alibaba, der nach wie vor dominierende chinesische E-Commerce-Gigant, der hat für Aufsehen gesorgt gestern durch eine Meldung, wonach man sich in 6 Teile aufspaltet. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, die Aktie massiv unter Druck gekommen durch den chinesischen Tech-Crackdown. Massiv stärkere Regulierung hat Alibaba massiv geschwächt. Erzwungene Zerschlagung von Ant Financial, der hochprofitablen Bezahltochter, und damit verbunden das fast schon mysteriöse Verschwinden von Jack Ma. Der hatte sich ja zu weit aus dem Fenster gelehnt, hatte lautstark die Schwächen aus seiner Sicht des chinesischen Finanzsystems kritisiert und den Kranden im Zentralbüro oben seine eigene Vision aufgedrängt. Die fanden das gar nicht lustig, haben ihn komplett außer Gefecht gesetzt. Er war komplett verschwunden, man wusste nicht, lebt er überhaupt noch. Übrigens ein Grund dafür, warum ich China und die chinesische Politik und die Gesellschaft zum Kotzen finde. Ja, ein Land, in dem man seine Meinung nicht frei äußern kann, ist für mich, geht absolut gar nicht. Trotzdem, ich würde meine Meinung da, was Alibaba betrifft, nicht von diesem subjektiven Urteil beeinflussen lassen. Fakt ist aber natürlich, objektiv betrachtet, auch die Margen von Alibaba sind inzwischen viel niedriger als damals. Es sind da unglaubliche Dinge passiert aus meiner Sicht. Es mussten Milliarden umgerechnet an Dollar für wohltätige Zwecke auch gespendet werden, quasi als Wiedergutmachung. Das lässt sich alles Aktionärskapital, was da abgeflossen ist, geht eigentlich gar nicht. Und die Folge des Ganzen zeigt der Langfristchart ganz eindrücklich, ausgehend von den Hochs im Herbst 2020, hat sich die Aktie aktuell oder bis jetzt gedrittelt. Und was ich interessant finde in dem Zusammenhang, ist der Vergleich mit JD.com. Das ist ja der große Rivale inzwischen von China im Bereich E-Commerce. Und wenn wir die Charts der beiden Aktien mal vergleichen, dann sehen wir hier eine ganz deutliche Outperformance von JD.com. Die haben in den letzten 5 Jahren zwar auch nur magere 6% zugelegt, das war aber immer noch deutlich besser als die minus 46%, die bei Alibaba zu Buche stehen in den letzten 5 Jahren. Und dafür gibt es eine klare Ursache für diese Outperformance. Und zwar ist JD seit jeher politisch low profile. Das heißt, man hält sich raus, man versucht nicht anzuecken, man kritisiert selber nicht, gibt umgekehrt wenig Anlass zur Kritik und noch mehr, hat quasi diesen regulatorischen Crackdown der chinesischen Regierung antizipiert, indem er quasi freiwillig sich aufgespalten hat, die Logistiksparte ausgegliedert hat, die Pharma- bzw. Gesundheitssparte ausgegliedert hat, und als nächstes soll jetzt auch die Fintech-Sparte an die Börse gebracht werden. Da gibt es noch keine Genehmigung der Aufsichtsbehörden, aber geplant ist es, und das hat eben zusätzliche Werte generiert und hat JD ganz klar dabei geholfen, diese Nachteile der Regulierung wenigstens zum Teil wieder wettzumachen, während Alibaba eben komplett kalt erwischt worden ist. Und Alibaba geht jetzt ganz einfach diesen Weg von JD.com. Wie gesagt, 6 Sparten soll das Unternehmen nachher haben. E-Commerce die erste, Media die zweite und das Cloud-Geschäft die dritte. Das sind die mit Abstand 3 wichtigsten. Die sollen eventuell dann auch per IPO an die Börse gebracht werden und so Mehrwert für die Aktionäre generiert werden. Und weil eben wir Anleger wissen, dass es bei JD.com so gut funktioniert hat, diese Strategie, hat eben die Aktie von Alibaba gestern mit einem enormen Erleichterungssatz reagiert, hat bei gigantischem Handelsvolumen rund 14% zugelegt. Heute geht es vorbörslich leicht zurück, aber Analysten sind mega bullish. Steven Leung zum Beispiel von der wichtigsten Investmentbank Singapurs, der feiert diesen Move und er lässt zwischen den Zeilen so durchklingen, als ob das vielleicht auch eine Art politische Trendwende jetzt sein könnte, was die Behandlung der großen Tech-Konzerne betrifft. Das Zentralbüro, das sagt einfach, China, Peking habe jetzt inzwischen verstanden, dass man dieses 5% Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt eben nur dann erreichen kann, wenn man auch seine großen Tech-Firmen wie Alibaba supportet, und auch Jack Ma ist wohl in China zurück, also klingt alles toll, wird jetzt alles gut für Alibaba-Aktionäre. Kurzfristig vielleicht, ja, es kommt ja diese Wiedereröffnungsfantasie der chinesischen Wirtschaft noch dazu. Wenn man da genau hinschaut, sieht man auch,
die chinesische Industrie, die hat eigentlich diesen Lockdown schon längst wieder aufgeholt. Da gab es in 2021 und 2022 auch riesige Steigerungsraten. Seht ihr hier dieser blaue Verlauf? Und das Wachstum flacht hier wieder ab. Also die chinesische Industrie insgesamt, auch die Rohstoffindustrie, die haben gar nicht so drunter gelitten aus diesem jüngeren, also aus diesem jüngsten Lockdown jetzt in diesem und im letzten Jahr. Das heißt, auch der Nach-Corona-Boom, der ist da bereits passiert im Prinzip. Was aber hinterher hinkt, und das sagt zum Beispiel auch Gerard Minnack, der ehemalige Morgan Stanley China-Stratege, ist, dass der Dienstleistungssektor und auch die Konsumneigung der Chinesen, da gibt es noch deutliche deutlichen Nachholbedarf im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, und dieser Bereich dürfte jetzt durch das Reopening besonders stark profitieren. Und Alibaba als E-Commerce-Händler, die sind da ja mittendrin, also sollten in besonderem Maße davon profitieren und entsprechend auch deutliche Gewinnsteigerungen verbuchen können. Übrigens, mein Kollege Erik Nebe von China to Invest, ein ausgesprochener China-Experte, der hat Alibaba in einem seiner letzten Videos auch ganz ausführlich besprochen. Auch die Zahlen vom letzten Quartal, die 9-Monats-Zahlen waren das. Dieses Video von Erik verlinke ich euch unten. Erik ist ein junger, engagierter und sehr fähiger Analyst, der sich speziell auf China fokussiert hat, auch lange in China gelebt. Also ich kann euch diesen Kanal sehr ans Herz legen. Ich beschränke mich jetzt hier an der Stelle, was Alibaba betrifft, auf einen Blick auf die aktuellen Bewertungskennzahlen. Und zwar sieht es da so aus, dass das Verhältnis Enterprise Value zu EBITDA, also der Unternehmenswert abzüglich Cash im Vergleich zum EBITDA, also zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dass da der Multiple gar nicht so schlecht aussieht. Bei 8,2 für 2023 soll dann bis auf 5,4 fallen in 2025. Das ist durchaus attraktiv. Auch Enterprise Value zu Revenue soll es von 1,64 auf 1,1 gehen, also Verhältnis Unternehmenswert zu den Umsätzen. Auch das attraktiv. Interessant beim KGV, da haben wir für 2023 einen Wert von 26,6 momentan, der dann auf 15,5 bzw. 13,5 in 2025 fallen soll. Das heißt, die Analysten gehen hier von massiven Steigerungen beim Gewinn pro Aktie aus in den kommenden beiden Jahren. Schaut euch das hier mal an, nachdem der Gewinn ja seit 2020 jetzt von 55,90 chinesischen Yuan pro Aktie auf 22,70 um satte 60% eingebrochen ist, glauben die jetzt, dass er bis 2025 wieder auf 50 Yuan je Aktie steigt, also fast den gesamten Rückgang wieder aufholt. Und das ist eben die große Frage, ob das nicht zu optimistisch ist. Ich habe hier meine Zweifel, und nur wenn das KGV eben umgekehrt, das KGV ist nur dann so attraktiv oder kommt nur dann zustande mit 15 oder 13 für 24 und 25, wenn wirklich die Gewinne pro Aktie auch so stark steigen. Und genau da habe ich eben meine Zweifel, auch weil chinesische Aktien grundsätzlich ein Gewinn pro Aktie ein Steigerungsproblem haben. Das seht ihr hier in dieser Grafik sehr, sehr eindrucksvoll, wie ich finde, dargestellt. Und zwar wird hier das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum von US-Firmen in Blau mit dem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von chinesischen Firmen in Rot verglichen. Und die blau und rot ausgefüllten Balken, die zeigen das absolute Gewinnwachstum. Ihr seht hier einen äußerst dynamischen Anstieg von durchschnittlich über 25% pro Jahr bei den chinesischen Firmen. Absolut Wahnsinn, beeindruckend. Die USA liegen nur bei 6 bis 7%. Und das ist das, was ja die Bullen immer sagen: Wir haben so ein großes Umsatz- und Gewinnwachstum in China, da muss man rein als Aktionär. Aber es gibt ein ganz, ganz großes Aber in der Geschichte, nämlich der Gewinn pro Aktie. Da kommt nichts, gar nichts an. Es gibt sogar ein leicht negatives durchschnittliches Wachstum beim Gewinn pro Aktie in dieser Zeit seit 1996. Natürlich, bei solchen Grafiken muss man immer schauen, wo ist das Startjahr, wo ist das Endjahr. Es gibt hier vielleicht gewisse Verzerrungen jetzt durch diese Lockdown-Problematik in China. Da sind die Gewinne pro Aktie jetzt in 2022 zum Beispiel massiv eingebrochen. Das
bringt auch den Durchschnitt insgesamt ein bisschen nach unten. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, hat China ein ganz massives Verwässerungsproblem. Warum nun? Für uns als Aktionäre ist doch entscheidend letztlich, wie entwickelt sich der Gewinn pro Aktie. Es hilft mir als Aktionär überhaupt nichts, wenn ein Unternehmen seinen Gewinn um 50% steigert oder um 100% steigert, wenn gleichzeitig die Zahl der ausstehenden Aktien auch um 50% oder um 100% steigen. Dann kommt nämlich beim Gewinn pro Aktie oder beim also der Gewinn des Unternehmens, der dann auf eine einzelne Aktie fällt, auf eine Aktie, die ich im Depot habe, der verändert sich überhaupt nicht. Das heißt, ich als Aktionär habe überhaupt nichts von dieser Gewinnsteigerung, wenn gleichzeitig die Zahl der ausstehenden Aktien um den gleichen Prozentsatz fällt. Und das ist eben der Hauptgrund oder der einzige Grund, wenn ihr das hier seht, warum der MSCI China Index miserabel performt hat seit 1996. Da war er nämlich bei 61,84 Punkten und am 27. März 2023 bei 64,97 Punkten. Das heißt, wir haben auf Sicht von 27 Jahren bei diesem großen China Aktienindex eine Performance von 5,3% und nicht etwa 5,3% pro Jahr, sondern 5,3% insgesamt. Und diese katastrophale Performance, die spiegelt einfach genau diesen Faktor wider, diesen Fakt wider, dass der Gewinn pro Aktie in China bei den Unternehmen nicht steigt. Und ihr merkt, ich reg mich ein bisschen auf, aber das ist schon ziemlich bitter, finde ich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Falls ihr Hintergründe dazu wissen wollt, warum das so ist, das hängt mit ineffizienten Investitionen in China zusammen, verlinke ich euch einen Artikel mit Zitaten von diesem Gerald Minack. Und genau aus diesem Grund habe ich eben auch meine Zweifel, ob diese sehr optimistischen Prognosen für den Gewinn pro Aktie bei Alibaba wirklich so in Erfüllung gehen, wie sich die Analysten das vorstellen im Moment. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Aktie von Alibaba auch aktuell und nach dem Anstieg jetzt nur noch maximal eine Halteposition. Natürlich, das heißt nicht, dass ihr jetzt überhaupt nicht in China investieren sollt. Es gibt sehr, sehr tolle Erfolgsstories in China. Die Aktie von BYD als Musterbeispiel seht ihr hier, den Langfristchart, die sind von 0,50 auf 25 Euro gestiegen, haben sich verfünfzigfacht. Absolut beeindruckend. Es gibt diese Erfolgsgeschichten in China. Aber ich finde, ihr braucht da Experten, ihr braucht jemanden, der sich wirklich in China auskennt, wie eben Erik Nebe. Wie gesagt, das Video zu Alibaba verlinke ich euch unten auch, damit auch den Link zu seinem China to Invest Kanal. Ich bin wirklich absolut davon überzeugt, wer in China investieren will oder in China investiert und glaubt, er kann das einfach dadurch machen, indem er in China Aktienindex kauft, wie zum Beispiel diesen MSCI China Index oder einen ETF eben auf diesen MSCI China Index kauft, der wird sich wundern, genauso wie in den letzten 27 Jahren da keine oder so gut wie keine Performance damit zu erzielen war, glaube ich wirklich auch, dass auch in den nächsten Jahren keine Performance damit zu erzielen oder sehr wenig Performance zu erzielen sein wird, was an diesen strukturellen Problemen handelt oder liegt, die sich nicht ändern werden aus meiner Sicht in den kommenden Jahren. Genau, und natürlich gilt, ich kann falsch liegen mit meiner Meinung und insofern bitte nicht als Anlageratschlag missverstehen. Soviel mal von meiner Seite. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen oder über ein Kanalabo. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, wieder am kommenden Sonntag hier auf meinem Aktienkanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.